Wenn männliche Patienten eine hohe Stirn haben, kann das sehr markant wirken. Es kann dann doch allerdings bei Querstreifen, also bei Stirnfalten, kann es dann doch sehr störend wirken und einen auch sehr erschöpft und müde erscheinen lassen. Diese entgegenzuwirken ist das Ziel der Behandlung. Allerdings sollte die Mimik gerade beim Mann natürlich vorhanden sein, aber diese Querfalten vielleicht etwas reduziert oder auch gar nicht mehr vorhanden sein. Ich bevorzuge, wenn die leicht reduziert sind, aber das minimal noch sichtbar sind, sodass die Mimik noch komplett erhalten ist. Und die Behandlung hier erfolgt auch in dieser Art und Weise. Wenn der Patient nach ungefähr 8 bis 10 Tagen zur Kontrolle kommt, da werden wir hier schon das optimale Ergebnis hierfür haben. Und das weiß der Patient, wurde vorher mit ihm besprochen und ich denke, genauso glücklich wird er dann auch am Ende sein.